Hello everybody, wir sind hier jetzt angekommen in Teng Voche, sind wieder auf 3900 Metern. Das letzte Stück war richtig kräftig, haben 600 Höhenmeter in 1,5 Stunden gemacht, war richtig geil. Gestern hatte ich übelste Kopfschmerzen, mittlerweile geht es mir sehr gut. Und ja, hier oben gibt es eine super, so wie eigentlich überall, und auch da vorne, wie ihr sehen könnt, einen Tempel. Wir werden jetzt heute nicht hier bleiben. Wir werden jetzt noch weitergehen, wahrscheinlich zum nächsten Ort, der Debucha heißt. Und ja, ich hoffe mal, dass es so bleibt in meinem Zustand und dass ich nicht höhenkrank werde oder ähnliches. Wir haben heute den Mount Everest gesehen und den Lhotse. Richtig geiles Wetter, also eigentlich könnten wir wieder zurücklaufen, aber wir ziehen es durch. Was ich noch vergessen hatte, der Alex sitzt wieder da hinten. Vielleicht sieht man ihn. Der ist ein bisschen fertig, aber mein Gott, kann man ihm nicht verübeln. Wir haben die Israelis heute wieder getroffen, den Pelak und den Ido. Richtig coole Typen. Leider Gottes geht es dem Ido nicht so gut. Wir haben den unterwegs leider zurücklassen müssen. Der hat Bauchschmerzen gekriegt. Die beiden sind echt arm dran. Einmal hat der eine was gehabt, dann der andere, und die sind echt geplagt. Wir Gott sei Dank noch nicht. Auf Klotz, Holz klopfen und hoffen, dass es so weitergeht. So 4000 Metern. Wir sind heute weiter gelaufen, als wir eigentlich dachten, dass wir laufen. Und ich habe mir gerade eine Cola gekauft, die war unfassbar teuer. Aber ich bin glücklich. Ich sitze jetzt hier beim Mädchen. Ich habe mich gar nicht erst ausgezogen. Aber ich bin einfach so glücklich, eine Cola zu trinken. Oh, Leute, könnt ihr gar nicht glauben. So, wir hatten eine sehr, sehr entspannte Nacht. War zwar ziemlich kalt draußen, aber heute haben wir einen Stern. Denkt dran. Einen wolkenlosen Himmel, umringt von ganz vielen sehr, sehr hohen Bergen. Man sieht sogar den Mount Everest, wobei der gerade noch irgendwie ein bisschen versteckt ist. Man sieht den Lhotse viel besser, und der Everest ist auch an sich kein schöner Berg. Von daher, ja, heute geht's nach dem Butche, ein bisschen akklimatisieren. Und ja, ich fühle mich dafür, dass wir 4000 sind, ziemlich gut. Macht's gut. Über den Wolken, ai, 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 muss die Freiheit wohl grenzenlos sein.